sehr schön Flavor, wenn jemand mir einen Slot freimachen würde, dass ich auf den Server käme. Soll ich jemanden kicken? Ja, ist kein Problem, dann mache ich irgendjemanden raus. Ihr habt euch in Far Cry 1 so ein bisschen eingenistet und habt die Reihe eigentlich ab dem Punkt auch jetzt nicht mehr. Ihr spielt ja auch gerade keine anderen Far Cry-Teile mehr aktiv, oder? Also, ich habe persönlich ab Far Cry 3 auch aufgehört zu spielen. Warum? Ja, also, ich fand die Story mit Vaas eigentlich ganz okay, aber ich finde halt, dass die Waffenbalance zum Beispiel nicht rankommt an Far Cry 1 zum Beispiel. Ne? Wenn man ein Kind ist, das seit 2005 Far Cry 1 spielt, ist man, sag ich mal, etwas abgeneigt, andere Spiele auszuprobieren. Und ich habe das am Anfang ganz cool gefunden. Die Grafik natürlich ein Riesensprung von Far Cry 1 auf Far Cry 3. Aber allerdings das Waffenhandling, alleine der Assault-Mode, den es nur wirklich in Far Cry 1 gibt, den habe ich halt auch in Far Cry 3 vermisst. Ne? Und es ist halt was Einzigartiges, dieser Assault-Mode in Far Cry 1. Und dementsprechend bin ich halt auch auf Far Cry 1 hängen geblieben, sag ich mal. Okay, aber was macht für euch jetzt, sagen wir mal, Far Cry so großartig, also so anders als zum Beispiel COD Warzone oder Counter-Strike? Also, was ist so das Shooter-eigene von Far Cry? Also, ich muss offen zugeben, dass es einfach die Leute sind. Also, wenn ich jetzt Call of Duty oder so spiele, ist ja schön und gut, das sind 1000 Milliarden Leute, aber man spielt miteinander und dann ist es halt ein Auf Wiedersehen, sage ich jetzt mal. Ja, das ist eine Familie, was wir hier haben. Mhm, ja, das ist halt, es ist einfach, es ist schöner. Ich muss echt zugeben, es ist schöner. Das heutige Gaming ist sehr schnell geworden mittlerweile. Es ist wirklich ein Rein und Raus mittlerweile, wo einfach die damaligen Spiele, muss ich sagen, also ich, nicht nur Far Cry, ich will auch sagen, zum Beispiel Doom 3, Half-Life, Wolfenstein, also da gibt es echt viele ältere Spiele, die halt echte, richtige Communities haben. Und das ist halt ein richtiges Miteinander. Und das ist das, was ich so toll finde. Es ist nicht ein Rein und Raus, einfach mal nach der Arbeit mal schnell rein oder mal 2 Minuten spielen und wieder raus, sondern es ist halt ein, man spielt nicht nur, sondern investiert halt auch seine Zeit, man investiert halt auch Arbeit in das Spiel. Es ist ein viel mehr. Ich finde es vor allem sehr angenehm, dass also Call of Duty und Counter-Strike ist mehr, die Maps sind einfach mehr gebäudetechnisch unterwegs. Das heißt, man muss halt sehr viel in Gebäuden rumlaufen, sonst was. Das ist natürlich eine Map-Design-Frage, aber im Far Cry sind die meisten Maps tatsächlich halt mehr auf Natur belastet. Ne? Also immer diese, ja, Open World, ne? Ja, Open World, genau. Und das finde ich halt sehr angenehm. Ne? Man kann halt wirklich weiter gucken. Als bei Counter-Strike ist halt mehr dieses Versteckspiel und ja, mit weniger Action kann man nicht sagen, aber es ist halt eine andere Action. Erkläre ich jetzt mal die Weapons und so weiter. Die Weapons und so haben wir nicht bearbeitet. Wir sind ja keine Mods, das heißt, wir müssen weiterhin mit den originalen Weapons von Far Cry arbeiten. Allerdings, die Weapon-Settings sind ein leidiges Thema in der Community. Damals gab es verschiedene Patches von Ubisoft und Crytek. Und bis Patch 1.3.3 war das ein einheitliche Weapon-Setting, sage ich jetzt mal, die auch jedem recht gut gefallen hat. Und mit Patch 1.4 hatten sie das dann umgeändert. Das hat nicht jedem gefallen, manchen schon, manchen nicht. Im Falle von unserem Patch natürlich bieten wir den Server-Administratoren an, dass sie verschiedene Weapon-Settings setzen können. Das heißt, wir haben 4 verschiedene Weapon-Settings. Jeder Admin kann sich das so hinbauen, wie er das möchte. Er kann entweder das 1.3.3 spielen oder das 1.4 von Ubisoft Crytek. Aber er kann auch das von Excalibur damals spielen oder eine eigene Variante von uns, die wir selbst aufgebaut haben. Am meisten wird natürlich das Original gespielt, das es von 2004 bis 2006 gab, 1.3.3, das ist in dem Fall auch ein 1.3.3 Server, weil es einfach jeder mag, jeder möchte, weil einfach die Weapons sehr gutes Handling halt einfach haben, sie schwingen nicht zu viel, sie haben nicht zu viel Rückschlag, manche schon mehr, manche weniger. Und bei Far Cry Assault ist es so, man hat ein Attacker-Team, ein Defending-Team und man muss auf einer Map sind zum Beispiel 3 Flaggen. Und das Attacker-Team hat die Möglichkeit, innerhalb von 20 Minuten alle 3 Flaggen zu erobern. Dann wird gewechselt. Dann ist das Attacker-Team das Defending-Team.
und umgekehrt, ne? Und die haben dann die Möglichkeit, wieder die Flaggen auch zu erobern, ne? Also, das heißt nicht, dass man ständig diese Rennerei hat, von A nach B nach C sozusagen, sondern man hat dann diese Flagge fest eingenommen und dann nach dem Wechsel, nach 20 Minuten, hat das andere Team die Möglichkeit, die Flagge einzunehmen. Und das ist halt so einzigartig in Far Cry. Alles klar, das ist euer Lieblingsmodus und der hat einfach, der ist einfach so packend, dass ihr euch auch über Jahre unterhalten kann, ne? Ja, definitiv, weil es gibt nichts Vergleichbares mehr bei neuen Spielern, also bei neuen Shootern vor allen Dingen, dass man dieses Assault-Modus hat, dass man Flaggen erobert, aber nicht das gegnerische Team, die zurückerobern kann. Dass man nicht wieder diese Rennerei hat, sondern da wird dann nach 20 Minuten einfach gewechselt und dann haben die genauso die Möglichkeit, wieder die Flaggen zurückzuerobern, wie wir zum Beispiel jetzt die Flaggen erobert haben, ne? Man kann wirklich viel spielen. Hier gibt es natürlich noch ein paar Vorführeffekte an Türen. Wenn er jetzt durch die Tür geht, geht die Tür auf, dann kann man durchgehen. War Multiplayer vorher auch nicht möglich. Gibt es verschiedene Türmöglichkeiten, die man einfach nehmen kann und dann kann, die funktionieren halt auch. Also das ist nicht so, als würde die Tür nichts machen, sondern die kann man halt wirklich auch durchgehen oder so. Sind es natürlich einfach mal hier hingeschustert, damit man es halt zeigen kann. Aber gibt es da entsprechende Möglichkeiten halt. Hier kann ich vorführen, gibt es auch noch einen Transporter, den gibt es aber auch schon seit 2006, der ist sehr bug-free, damals von Arbro gemacht worden, da kann man sich von A nach B teletransportieren lassen. Gibt es Maps, die das schon verwenden, dieses Prinzip? Ja, da haben wir schon sehr viele eigentlich. Patrick, da mal eine ganz ehrliche Frage, wenn du so viel Wissen darüber besitzt, hast du Schüler, hast du Vertreter, gibst du das an irgendwen weiter? Nö. Das ist eigentlich, wenn du morgen, sagen wir mal, in den Urlaub fährst und, oder alles abschaltest, dass dann einfach keiner mehr darauf zugreifen kann. Ja. Das kann passieren. Ich muss natürlich offen zugeben, dass es passieren kann. Aber das konnte halt auch vorher passieren. Also es ist bereits zweimal passiert. Es ist halt schon bereits zweimal passiert. Excalitron hat von 2004, Anfang des Spiels, bis 2009, dann waren sie weg. Dann hat nichts mehr funktioniert. Patch 1.6 von 2009 bis 2013. Dann hat Illusion 2013 Bad Boys Playground, was eine Community für Far Cry war, abgeschaltet. Flavor kennt die auch noch. Ja. Und dann war auch Patch 1.6 weg. Und wenn dann halt die Skripte auch weg sind, dann gibt es Probleme. Das ist natürlich bei Patch 1.6 der Fall gewesen. Man kann Patch 1.6 in Far Cry nicht mehr spielen, weil einfach das nicht kompatibel war mit Windows 10 und wenn dann sich keiner, also wenn halt kein Skript mehr da ist, der das dann halt auch beheben könnte, dann bleibt es halt ohne. So drastisch das auch klingt. Ja, es klingt sehr drastisch, ja, ja. Deswegen, du müsstest es irgendwo aufbewahren, dieses ganze Far Cry-Wissen, oder ihr müsstet euren Dings halt irgendwo speichern, sichern, lagern für kommende Generationen oder so. Ja, leider habe ich die allzu schlechte Idee, dass wir die letzte Generation sein werden. So drastisch es auch klingt, aber wir sind nicht mehr in der gleichen Größe, wie es 2004 war. Das ist halt. Na, wer weiß, wieder. Vielleicht kriegt ihr noch einen Aufschwung. Aber ich meine, ihr haltet euch immer noch, ne? Und das können andere Spiele nicht von sich behaupten. Das stimmt natürlich allerdings. Aber an sich, das ist ein Hobby. Es ist nichts anderes. Es ist einfach nichts anderes als ein Hobby. Ich und Astron, wir haben das einfach als Hobby. Solange das Spaß macht und so, machen wir es. Und wir spielen auch nicht sehr viel, muss ich zugeben. Also wir sind nicht sehr spieleraktiv. Also wir tun wirklich teilweise echt nur Mappen und Modden. Und, ich meine, Götter spielen sowieso selber nicht viel mit, ne? Stimmt, das muss ich, das stimmt, das war auch damals so bei den Vorgängerversionen, die wir hatten. Da haben auch die Leute, die das eigentlich gebaut haben, nicht sehr oft gespielt. Das muss ich offen zugeben. Das ist halt so, weil das Spiel ist so schön und gut, aber es ist halt für mich ein bisschen langweilig. Faszinierend, faszinierend. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist einfach Nostalgie pur und es ist einfach viel zu schade, um es kaputt gehen zu lassen. Und es gibt noch genügend Leute, die da wirklich Herzblut reinstecken, jeden Abend auf den Server sind
und einfach nur Spaß haben wollen in unserer Community, Spaß haben wollen auf dem Server und sich mit anderen Spielern messen wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, denke ich mal. Ja, richtig cool. Ne? Sehr gut, oh, und dann brauche ich gar keins mehr zu liefern. Danke, Andi, hast du gut gemacht, sehr cool. Ich höre euch, also so zusammengefasst, ne?